So, meine lieben Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier mit, ich hätte fast gesagt The Division wegen des anderen Let's Plays, mit Dark Souls 3, dem ersten DLC, die gemalte Welt von Ariandel. Und ja, wir haben ja letztes Mal schon festgestellt, dass es hier einiges zu entdecken gibt und zu puzzeln gibt. Oben auf dem Hügel sind ein paar Dickmopse. An die ich mich eigentlich auch noch gerne ranwagen würde, allerdings frage ich mich, ob von hinten das nicht vielleicht besser ist, da müssen wir erstmal hinkommen. Und hinter dem Hügel plötzlich ein Riese mit Armbrust, das muss ich auch noch rausfinden, was es ist. Ihr habt allerdings auch gesagt, dass ich mal nicht so spöttisch über die zu findenden Gegenstände sein soll, sondern es eine Onyx-Klinge scheint hier zu sein, die ich mir mal genauer angucken soll. Eine Onyx-Klinge. Wie sieht die wohl aus? Da. Die Onyx-Klinge. Elfriedes Schwarzflamme. Oh, also sie macht... Ach, guckt. Man braucht dafür allerdings Glaube und Intelligenz. Mit der Intelligenz ist es bei meinem Charakter nicht so bestellt. Das kriegen wir noch hin, aber glaube, das aufzurüsten, das dürfte schwierig werden. Es sei eine der mächtigsten Waffen. Wieso ist mir das nicht aufgefallen, dass die gedroppt wurde? Elfriede, älteste Schwester und Anführerin der Schwarzen Kirche, überreichte ihrem Ritter dieses Schwert. Das Schwert war ein Abschiedsgeschenk, seine Übergabe war zugleich auch der Austritt des Ritters aus Elfriedes Diensten. Ist das Sir Wilhelms Geschichte. Also haben wir seinen Austritt. Nee, dann hätte das Schwert ja nicht vorher gehabt. Vergesst das. Elfriedes Schwarzflamme hüllt die Klinge in die Schwarzflamme, die der in ihr glimmenden Flamme ähnlicher Farbe entstammt. Naja, ich weiß ja nicht, wie viel wir noch zusammenkriegen an Seelen. Dann könnte man das ja mal ausprobieren, ne? Also ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob ich da noch genug zusammenkriege. Also zumindest das Schwert aufrüsten können wir ja. Ich wüsste jetzt sowieso nicht, was ich mit den ganzen Crafting-Materialien machen soll. Und wir können ja einen Blick mal, wir können ja mal kurz schnell hinreisen. Jetzt müssen wir eh alles wieder abrasieren, was wir da flachgelegt haben. Den ganzen dreifach patrouillierenden Wikinger-Rittern da. Nur man könnte jetzt, ich könnte jetzt mal gucken, ob wir noch ein bisschen was zusammenkriegen. 43.000 Seelen. Und ach so, entdeckt hatten wir ja auch einen eiersäckigen Fliegenhort oben in so einer Art Bibliothek oder sowas. Nicht sehr hübsch, aber dafür gefährlich und deswegen, ich hab Witter da irgendwie eine Falle, deswegen sind die 43.000 dann wahrscheinlich auch relativ schnell weg. So, wir wollen ja mal gucken, was wir hier noch haben. 4.000, 14.000, nee, das reicht aber bei weitem nicht. Das reicht bei weitem nicht. Müssen wir irgendwas kaufen stattdessen? Insofern, wenn wir jetzt 43.000 verplempern, weil wir sie im Schnee liegen lassen, können wir auch genauso gut das Schwert leveln, würde ich sagen. Was brauchen wir hier noch? Staud haben wir noch genug davon. Davon haben wir sowieso noch genug. Brandpfeile können wir vielleicht noch mal ein bisschen benutzen. Ich weiß noch nicht, wie lange die nachhaltig Effekt haben. Wie viele Sekunden und so. Gut, aber das klingt jetzt ja eher nicht so vielversprechend. Dass dieser Drift vom Controller jetzt neuerdings dazu kommt, ist ja merkwürdig. Jetzt bleibt er wieder stehen, wenn er vorwärts läuft. Okay, gut. Ist nicht euer Problem. Ich merke schon, ihr wollt Resultate. Verschneiter Gebirgspass. Jetzt hatten wir ja so ein paar morsche Bäume umgelegt. Also wir könnten ja mal gucken, ob wir da irgendwie geschickt nach oben kommen. Ich glaube, an zwei Stellen müssen wir sowieso dann trotzdem so einen Wikinger erledigen. Ich bin mir ziemlich sicher. Wie kam man da jetzt hin? Das
zu dem ersten Baum schon. Da musste man da hoch, ne? Ich erinnere das nicht mehr so richtig, wo man jetzt hier lang musste. Ach, guck mal, ich bin ja auch doof. Wir hatten ja den Fahrstuhl freigeschaltet. Ach, ich bin Depp. Depp hoch 10 bin ich. Ich hier bestimmt gleich runter oder so. Oh, 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 oh. Hm, ist das nur ein Lichtschein oder liegt da eine Seele neuerdings rum? Ist ja komisch. So, nun müssen wir doch irgendwo. Ach, hier war der Rückweg, falls man in das Tal. Ach, das Tal haben wir ja auch noch. Da muss ich auch noch mal unten rein. Und hier kann man hier lang oder fiel man dann hier nicht ins Tal über Schneebrett oder so. Ach ne, hier war ja der König der Verdammten. Dann können wir schon mal was servieren hier. Oben war der Eingang zu dieser Höhle. Da lungert der Dicke rum. Also kein Fettshaming, sondern der war wirklich dick. Also groß. Schwer. Mopsig. Da guckt er um die Ecke. Hat ihn nicht gekratzt. Ja, so wird das ja irgendwie gar nichts. Bei den Jungs da unten ein Tänzchen aufzuführen, möchte ich aber ungern mit 44.000 Seelen in der Tasche, ehrlich gesagt. Und da kann man nicht hoch zu denen, oder was ich so. Und von der anderen Seite echt rumkommen. Ach komm. Ach komm, ach komm. Dann muss ich da wohl wirklich nochmal lang da hinten zum Aufräumen. Gut, aber das heißt, wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal gucken nach der. Bin ich einfach hochgelatscht? Nee, eigentlich war das doch alles friedlich. Ich bin ein bisschen unsicher, bevor ich irgendwelchen Mist baue. Ist das hier eine Nachricht, von wem ich so springe? Ja, natürlich. Natürlich, natürlich. Sieht man das L auf meiner Stirn so deutlich, ja? Okay. Dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als diesen Weg zu beschreiten. Es sei denn, da ist dann gleich oben. Da droppt gleich ein Monster raus oder so. Das könnte ich mir auch noch vorstellen. Oh oh. Na, das war so klar. Okay, Nahkampf mit Pfeil und Bogen, das hatten wir auch noch nicht. So.
Ist das hier? Achso, nee, ich dachte, das wäre extra gemauert. Da sind ja noch mehr. Jetzt läuft er wieder vorwärts, ohne dass ich das will. Das Schwein, das. Als hätte ich nicht gerade in den letzten Folgen erzählt, was für eine furchtbare Mückenplage es hier im Moment in Hamburg ist. Also zumindest in der App vor Ort bei uns. Menschliches Harz. Es ist so eklig. Was passiert, wenn ich auf die Eier trete? Dann werde ich aber nicht irgendwie... Es ist so widerlich. Vom Software, warum macht ihr sowas? Da hinten haben wir auch noch welche. Es ist, als würde irgendwas gleich von oben runterkommen oder so. Oder aus diesem Eiersack da. Ekelhaft. Ekelhaft. Hier weg? Ach, guck mal einer an. Ja, das ist der Nachteil von diesen Spielerbotschaften. Ne? Ist viel Quatsch dabei, aber da, wo sie sich so, da, wo sie vor der Wand liegen, ist eigentlich relativ klar, dass das dann ein Durchgang ist. Ah, das ist dann noch ekliger da. Die Frage ist ein bisschen. Oh, das wird ja immer schlimmer. Oh, da ist ein Hebel oder sowas. Und eine Türe, die sich da öffnet oder so. Ja, ist klar. Da soll ich halt drauf balancieren jetzt oder was? Noch so ein Eiersack. Widerlich. Das bricht bestimmt gleich ab. Boah! Ich habe gerade ein Kilo Herpes gekriegt. Boah. Na toll, das hat sich ja richtig gelohnt. Besonders weil die Jauche ja bestimmt richtig interessiert. Sieht aber auch aus, als könnte das einbrechen oder sowas. Das scheint ja hier so ein witziges Thema zu sein, auch bei den Schneebrettern, dass die dann unter einem einbrechen. Junge. Kommt dann gleich hier hoch oder was? Ja, da hängen sie auch an, das ist ja super. Tja, aber immerhin sehr entgegenkommt. Das nenne ich Service. Hängt der da jetzt wieder oder hängt da noch einer? Jetzt lauft doch nicht immer in den Abgrund rein. Da ist also noch einer. Ja, auch ein Küchlein als Belohnung. Also das könnte hier echt noch mein Untergang sein mit diesem nachlaufenden Controller. Den so zerdrückt. Ich will jetzt wissen, ob da was dran ist, bevor ich weitermache. Das ist so eklig. Mag hier gar nicht durch die Mitte laufen, ey. Das ganze Gesumse ist auch so, boah. Okay, ach,
Nee, das ist ja das Ende, wo wir schon waren. Okay. Dann müssen wir halt schauen, dass wir beim Geheimgang mal gucken da unten. Ob wir da von unten was pullen können. Was für eine eklige Suppe. Merken die es, wenn man da reintritt in ihre Bluteier-Rotzsuppe? Boah, was ist denn das hier? Ärgerlich, dass es immer zwei Pfeile kostet. Hm. Ah, schön Schimmel an der Wand. Doch bestimmt auch wieder was hinter mir. Ist er überall an der Decke? Ach Gott, ey. Hä, warum ruckelt die Aufnahme jetzt hier wieder? Junge, das ist doch nicht. Boah. Och, nicht noch einen. Das kostet ja richtig was. Was macht der mit seinen Augen denn da? Ist das nochmal wieder so ein Flugzeug? Hier kann ich mir gut vorstellen, dass das scheiße Flug durchmischt oder so ist. Da oben hängt noch so ein Sack. Warum? Ey, man kann ja auch mal ein Statement setzen und sowas, aber muss das in... Oh Gott, diese Leichenberge. Oh. Das. Oh, da kommen noch mehr. Scheiße, was habe ich getan? Getriggert worden, runtergefallen. Hier stimmt doch irgendwas nicht. Also mehr als man sieht, meine ich. Hinter der Ecke wartet doch bestimmt auch noch was. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Und nicht das wieder. Oh nein, 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 was ist das denn wieder? Oh, scheiße. Ich muss hier weg, ich muss hier weg. Das war doch diese Verwesung oder sowas, ne? Das war doch das mit diesen... Oh, bei der Kathedrale da, diese... Wurmkur, hätte ich fast gesagt.
lockt das Licht sie auch an. Ja, ne? Hier ist auch mal so ein Fliegenhaufen. Moment mal, aber ist das hinten auch eine Fliege oder sind das diese Gargoyle-artigen Dinger? Das ist ja schon schlimm genug, aber ich wette, da droppt gleich noch irgendwas irgendwo her oder wühlt sich aus diesem Müllhaufen raus. Ich kann die nicht alle gleichzeitig triggern. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ach, sag mal. Moment, wieso pusht sich das jetzt so? Oh nein, ich hab das. Ach, fuck. Jetzt hab ich mich voll erwischt. Oh nein, wo kam der denn her? Ach, die Scheiße. Okay, nein, oh nein. Oh. Oh Scheiße, das ist ja gar nicht gut. Dieser Tod war 50.000 Seelen oder was waren das wert? Ach, jetzt habe ich das wieder gemacht. Ich werde das nicht mehr rein in den Fahrstuhl, oder? Nicht, dass er mich jetzt hier runter armbrustet. Jedes Mal auf Fernkampf gehen dann. Das wird ja richtig teuer. So viel bringen die Dinger mir ja gar nicht. Mal abgesehen von dem Ekel, den sie verbreiten. Ach, oh, hier lauern sie ja auch wieder alle. Ach. Mann, ey. Oh, das ist ja widerlich. Nein, ich wie lange hält denn dieser Zustand an? Ach, Blutung ist das? Okay. Falls mich getroffen werde, kann ich erstmal schön hier. Wie lange hält denn der Scheiß an? Ach komm, ist nicht euer Scheiß ernst jetzt, oder? Ist ich dafür in den Schnee oder so? Ey, wird man diesen Zustand nicht los oder was? Mechanik. Gut. Was? Hm?
Was? Wie, was denn jetzt? Ach, ich hatte die umgerüstet, ne? Machen die mehr Schaden? Die machen gar nicht mehr Schaden, die anderen Pfeile, ne? Einfach nur teurer. Oh ja, das ist so gut. Das läuft ja richtig gut. Oh oh. Meine Güte, kotzt mich das an. Was ist das Wort? Ja, schön, du kannst seitwärts kotzen oder was? Jetzt haben wir wieder diesen Blutungszustand, du meine Fresse, ey. Oh, ich hatte dieses Spiel gerade ein bisschen gelobt. Vor allem so viel, ey. Was, warum geht es? Also, ich verstehe Dark Souls auch. Ich verstehe die From Software. Es reicht doch wirklich einmal, diesen Effekt zu haben. Jetzt kriegt man das über drei Stufen und verschlägt drei Flakons und der Zustand hält so lange an. Ach man, wirklich, ey. Ach man, wirklich, was für eine Kacke ist denn das? Man muss ja nur einmal von einem angerotzt werden. Das ist doch völlig hirnverbrannt. Ich würde sogar mal irgendwo in Elden Ring spielen. Oh, ich komme da einfach nicht mehr hin. Okay, wir müssen irgendwie runter und uns unsere Seele wiederholen da, ne? Ach, die war da hinten in der Ecke, ne? Ach, das ist doch wirklich scheiße, ey. Licht reagieren sie auf Krach? Schauen wir nicht. Ja, jetzt liegt ja wenigstens auch hier der Kram. Gut, dass sie hier gestorben sind, oder ich. Ja, 50.000. Ne? Tja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll jetzt. Wieder. Okay. Oh. Tja, was mache ich jetzt hier? Das bricht doch bestimmt ab oder sowas. Wenn man schon so durch den Geheimgang runter kann, dann bedeutet es doch bestimmt, dass das hier durchbricht, oder nicht? Lass uns mal probieren. Wäre auch einfach mal schön, irgendwie irgendwo ein Leuchtfeuer zu finden, dass man wenigstens mal fair irgendwie da finden kann oder so. Also der Raum da, der kotzt mich einfach nur an unten. Ach so, eine Treppe, oh. Nach oben geht es auch? Nach oben zu gehen heißt ja nicht notwendigerweise, dass es besser wird, ne? Wahrscheinlich rollt hier uns irgendwie gleich was entgegen. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Wie ich meine. Oh. Es gibt offensichtlich Leute, die hier protestieren. Und gegen die Wände schlagen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bleibt schön neugierig. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.